Hi YouTube, es ist wieder soweit, ihr habt mich wieder. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Heute werden wir auf realer Irrsinn, die Bonsai-Brücke von Aachen, Mr. Bam Edition reacten. Ja, der Gute wurde so fame, dass er einfach bei Extra 3 gelandet ist. Ja, dabei ist natürlich auch der ehrenwerte Twitch-Chat. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach straight up in eine Reaction rein. Ich glaube, ich muss meine Facecam noch ein bisschen umpacken. Dann, ne? So. 3, 2, 1. Wir starten ins Video. Let's go. Ich hab Bock. Deutschland im Jahr 2021. Oha. Das einstige Vorzeigeland ist bei Bauprojekten zu einem planungspolitischen Pflegefall geworden. Stuttgart 21. Der Hauptstadtflughafen BER. Die Elbphilharmonie. Eine Kakophonie des Scheiterns. Kakophonie. In Aachen kommt es zum nächsten Super-Glaubenbau. Diesmal geht es um eine Brücke. Es war immer schon ein Kindheitstraum, eine eigene Brücke zu besitzen. Diesem Traum ordnet der Aachener Internetmilliardär Julian Bam ein. Der Aachener Internetmilliardär. Also Ju, wenn du was übrig hast, ich würde was abnehmen. Ist unter. Wie bei jedem überdimensionierten Bauprojekt wurden auch hier Bauvorschriften missachtet. Mit schwerwiegenden Folgen. Oh no. Wir hatten halt ein schwieriges Dilemma gehabt noch, dass wir die Brücke einmal rausnehmen mussten und wieder reinsetzen mussten, weil die war 1 mm verschoben. Aber das Ding wiegt halt auch 200 Kilogramm. Für die umfangreichen. Fast so schwer wie ich, Kappa. Ich bin Kate und Emily, hallöchen euch beiden. In Baumaßnahmen musste sogar ein Spezialbagger aus Chile eingeflogen werden, wie diese exklusiven Aufnahmen beweisen. Das seht ihr nicht, aber da unten rechts steht exklusiv. Im Umfeld des Bauherrn regen sich nun erste Zweifel am Jahrhundertprojekt. Das ist scheiße. Das ist eine Brücke für nichts. Da ist Boden. Da ist drunter Boden. Oh, Rezo, Alter. Das ist scheiße. Das ist eine Brücke für nichts. Da ist Boden. Da ist drunter Boden. Ja. Warum braucht man eine Brücke für einen Boden? Das Ding ist, wenn man drauf gestanden ist, es ist ja nicht mal eine gerade Brücke. Ja? Ich bin fast runtergefallen, so schräg war die. Ich sag euch, wie es ist. Und zwar direkt. Die konnten nicht mal ein Gewicht halten von einem großen Typen. Das ist ein sehr dunkles Kapitel. War jetzt zuerst schockiert, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass jemand sowas machen würde. Ne? Ja, das ist irgendwie schon aber weird. Imagine, man ist so weird und baut eine Brücke über Steine rüber. Würde ich lieber über Lego laufen. Julian Bam will von Kritik nichts wissen. Er sieht in der Brücke etwas Größeres. Oha. Wir haben hier verschiedene Wege, die die Brücke bequerbar sind. Und es ist ja auch das fehlende Stück hier. Wäre die Brücke nicht da, hätten wir einfach ein grünes Loch hier. Hätten wir Wiese hier. Wir haben ja genug Wiese hier schon überall. Ja, true. Irgendwie voll weird, Chat. Imagine, man hat viel Wiese in einem Garten. Eine fragwürdige Sichtweise. Auch wehrlose Kreaturen werden nun unverschuldet in das Brückendebakel hineingezogen. CBGV und alle anderen, hallöchen euch. Lass es einmal auf, es geht. So, hier haben wir Emma. Auch Emma verweilt hier sehr gerne. Ne? Ist auch so sein Zuflussort hier. Unfassbar. Wie die Kostenexplosion des Großprojekts. Der Stein allein hat 400 Euro gekostet. Wow. 400 Euro? Mhm. Das ist auf jeden Fall zu viel. Also auch 1 Euro wäre zu viel für eine Brücke über den Boden. Ja, enttäuscht. Das heißt aber, ich kann flexen, Chat, und kann sagen, ich stand schon mal auf einer Brücke, die über einen Boden gegangen ist. Flex. Oh Gott, nein. Wenden sich nun einstige Weggefährten ab. Wir haben gesagt, wir würden dann es meiden, hier hinzukommen vor Ort und eigentlich dann auch nach der Corona-Pandemie es weiter bevorzugen, mit Julian im digitalen Austausch zu bleiben, damit wir uns das vor Ort nicht mehr angucken müssen. Ein weiteres Kapitel im großen Buch deutscher Baudesaster.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Sleepy TV, danke. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Ja, perfekt. Wer hatte die Idee mit der Glocke? Oh, sehr sympathisch auf jeden Fall. Oha, das ist sehr, sehr sympathisch. Ja, 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 ja. Oh, ein Mann sagte eins, eine Brücke sagt mehr als 1000 Worte. Imagine. Da macht sich Extra 3 definitiv noch ein bisschen sympathischer. Safe. Video ist sehr gut gelungen, Ju. Ja, ob ich jemals mit ihm wieder in Kontakt treten werde, weil der Flex war schon sehr, sehr weird mit der Brücke. Ja, Imagine, man gibt 400 Euro für eine Brücke aus. Habe ich überhaupt irgendwas Weirdes auch in meinem Haus? Nee, ne? Doch, ich habe was Weirdes in meinem Haus. Doch, das kann ich auch auf meiner Insta-Story zeigen. Ja, Freunde, Dankeschön fürs Zusehen. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, nee, beziehungsweise wenn ihr Ju und Extra 3 noch nicht kennen sollt, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr jetzt das Weirde sehen wollt, dann müsst ihr auf Instagram kommen und das dann gucken. Ja, danke fürs Einschalten. Kuss, Abo und Like nicht vergessen. Bei den anderen auch. Also Ju, also bei Juckt mich nicht. Und ach, ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns. Tschüss. So, und jetzt habe ich nicht auf Aufnahme Stopp gedrückt. Scheiße. Tschüss.